Hey liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Port & Sound 2017. Am Stand von L&T's, dem Hersteller, der eigentlich meine Lieblingspulte herstellt. Und neben mir ist wieder ein bekanntes Gesicht auf meinem Kanal, und zwar der Johannes. Und ihr habt neue Pulte rausgebracht. Erzähl mal ein bisschen was. Ja, servus. Grüß dich, Nico. An sich sind es erst einmal nur von den Oberflächen und von Mixtracks neu. Ihr kennt eigentlich schon alles D-Live. Wir haben quasi unsere D-Live-Serie nur erweitert. Das heißt, eigentlich ist der Mixkern, die Mix-Engine, komplett identisch zur großen, zur S-Class. Das heißt, wir haben immer noch 128 Inputs, haben immer noch 64 Busse, 16 Effekt-Engines. Das heißt, ihr habt komplett das gleiche Mischerlebnis mit S- und C-Klasse. Auch die Preamps sind dieselben, das heißt, das Resultat ist immer das gleiche, egal ob S-Klasse oder C-Klasse. Der einzige Unterschied ist, dass wir halt viel, viel kompakter, viel kleiner geworden sind. Das heißt wirklich C-Kompaktklasse, C-Class, und haben hier für die Kompaktklasse, für die C-Class, drei neue Surfaces, drei neue Mixtracks. Das werden wir auch noch ein bisschen erweitern, aber im Moment haben wir die C1500, 12 Fader, ein Bildschirm, die C2500 mit 20 Fadern, auch ein Bildschirm, und dann hier die größte der C-Klasse, C3500. 24 Fader, dann schon zwei Bildschirme, wie ihr seht. Das sind so die Größen der Surfaces. Auf der Rückseite jeweils haben wir bei der S-Klasse, bei der großen, 8 analoge Inputs an, 8 analoge Outputs. Das mussten wir ein bisschen minimieren, da sind wir jetzt auf 6x6. Die ASEBO-In- und Outputs mussten wir auch minimieren. Und auch auf der Rückseite der digitale I.O.-Port für unsere digitalen Dante, Waves, MADI-Karten und so weiter. Da haben wir auch nur noch einen, bei der S-Klasse 2 hier jetzt nur noch einen. Das sind so die groben Unterschiede und vor allem die offensichtlichsten. Weiter geht's, Unterschiede technisch hier rechts von unserem, links von unserem linken Bildschirm. Das heißt, alle Potties sind hier rausgefallen. Bei der S-Klasse haben wir noch Gain, Trim, Hochpass, Tiefpassfilter und so weiter. Das mussten wir hier alles rausnehmen. Das ist natürlich erstmal ein Kostengrund, ein Kostenfaktor. Weiter geht's. Hier auf der rechten Seite vom rechten Bildschirm fehlt die komplette Widget Area. Böse, böse. Die komplette Widget Area. Und wir haben leider ein paar Softkeys weniger machen müssen. Das heißt, wir sind hier bei 19 Softkeys. Bei der großen C-Klasse sind wir bei 26, bei der großen S-Klasse sind wir bei 26 Softkeys. Das ist so mal in ganz grob die Unterschiede zwischen den Surfaces, beim Surfaces. Dann, wie gesagt, haben wir drei unterschiedliche Mixrack-Größen. Wie gesagt, die Mix-Engine ist komplett identisch zur großen S-Klasse, immer 128 Inputs auf 64 Busse. Allerdings haben wir hier jetzt bei den kleineren Racks der C-Klasse keine Kabelredundanzen, keine redundanten Hot-Swappable PSUs, heißt Netzteile. Das heißt, wir haben ein internes Netzteil, nur eins davon. Alle Kabelwege, das heißt, unser GigaAce-Port ist nicht redundant, die Expander-Ports sind nicht redundant. Das heißt, da fällt einfach die ganze Redundanzgeschichte weg. Dafür spart man sich dann all in all 30-35% des des Kaufpreises. Auch hier technischer jetzt noch so ein Unterschied. Das heißt, wir haben auch im Mixrack hier die I.O.-Ports gespart. Aus den drei I.O.-Ports der S-Klasse sind hier ein I.O.-Port der C-Klasse geworden. Das sind so unsere Neuerungen. Wie gesagt, die drei Racks, die drei Surfaces sind komplett neu. Was für euch noch cool ist, ist, alle Surfaces der C-Klasse funktionieren mit allen Racks der S-Klasse und andersrum natürlich. Wir nennen das Mix and Match, das heißt auch ein Mischpult der C-Klasse funktioniert mit einer Mix-Engine, mit einem digitalen Rack der S-Klasse. Das heißt, ihr könnt hier ein kleines Pult haben, sogar ein viel, viel kleineres, ein C1500 und ein relativ großes C-Klasse-Rack mit redundanten PSUs, redundanter Kabelführung, dann rackseitig. Das war es pultseitig. Wir haben dann noch jetzt rausgebracht eine neue MADI-Karte, Super MADI-Karte nennen wir das Teil, und kann insgesamt 128 Inputs auf 128 Outputs in 96K, in wundervollen 96K. Das Ganze koaxial, das Ganze dann als LWL-Funktion noch. Das heißt, da haben wir einen SFP-Slot mit einem LC-Glasfaser-Anschluss. Davon haben wir vier und vier Koax-Links, wenn man so möchte. Und nochmal vier ASEBO-Karten von 5x raus bis 5x raus, über 5x raus, 4x raus, 1x rein.
zweimal rein, dreimal raus und wow, ich glaube, das war's. Cool. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Ja, vielen Dank. Thank you.